Herzlich willkommen zu Monday Night Raw. Nach der Survivor Series. Wir befinden uns hier in Texas. Und die heutige Show eröffnet der General Manager von Raw. An Survivor Series hat er selbst ein Match. Seit langem mal wieder und er gewann es sogar. Sein Match zwischen ihm und Christian, dem Gentleman von SmackDown Live. Er machte für Monday Night Raw nochmal alles möglich am gestrigen Abend. Erstmal möchte ich alle begrüßen, die ganzen Fans, das ganze WWE-Universum. Doch ich bin heute hier, um nicht ganz so gerade die erfreulichsten Nachrichten zu verbreiten, denn es betrifft uns alle. Ich stehe hier im Namen von dem Commissioner Timothy und habe hier einige Ankündigungen zu machen. Ja, wie ihr wisst, hat gestern die Survivor stattgefunden und SmackDown Live zog als Sieger davon. Und wir alle wissen, sehen das die Bosse nicht gerade gern. Ich weiß gar nicht, wie ich das genau sagen soll, deswegen hau ich es einfach jetzt mal raus. Jeder, der eine Survivor Series verloren hat, wird für die nächste Zeit aus dem Titelrennen ausgeschlossen sein. Nicht mehr berücksichtigt. Und die Titel werden für vakant erklärt. Somit ist der United States Champion frei und der Tag Team Championship frei. Und alle Superstars, die gestern verloren haben, sind für heute suspendiert. Und kriegen auch keine Gehalt ausgezahlt. Die Championships werden jetzt in Turnieren festgelost, wer da der nächste Champion werde. Und das Finale dieser Turniere werden an TLC stattfinden. Und wir gehen direkt heute Abend damit. Ich wünsche euch noch viel Spaß und einen angenehmen Abend. Bella und die Wyatt Family sind ihren Titel los. Wegen ihrer Niederlagen bei der Survivor Series. Und wie eben angesprochen, geht's jetzt los. Mit den Turnieren und wir starten in das Tag Team Turnier. Und einem Team, das sogar in Survivor Series erfolgreich war, doch dessen Sieg wurde nicht in die Gesamtheit mit einbezogen. The following contest is scheduled for one fall. On the way to the ring. At a combined weight of 461 pounds, Jeff Hardy and Matt Hardy, the Hardy Boys. Ja, die Boys gewannen vergangene Nacht gegen die Usos in der Kickoff-Show.
Dose von vornherein klar, dieser Sieg zählt nicht ein. Er trägt nicht zur Gesamtwertung hinzu. Und somit schon zum Ende des Abends. 4:3 für SmackDown. Da muss auch so sehen, dadurch, dass jetzt viele Topstars ausgeschlossen sind von den Championships. Dadurch, dass viele Topstars ausgeschlossen sind und das ganze Titel geschehen, haben jetzt andere Leute, andere Teams Möglichkeiten hier zu zeigen, was sie drauf waren. Hier sehen wir direkt schon die ersten Leute, die es gesehen, die sich beweisen können. Former Raw Tag Team Champions, The B-Team. Jeff Hardy und Kurt Axel fangen an. Vorarms von Jeff Hardy gegen Axel. Hält aber noch wacker. Jeff Hardy selbstmörderisch wie immer. Oh, mit der Clothesline bringt er da Kurt Axel übers Top Rope und geht direkt aufs Top Rope und springt mit einem Elbow Drop nach draußen auf seinen Kontrahenten. Axel wieder im Ring. Tag bei den Hardys. Jetzt ist Matt Hardy drin. Er konnte sich nicht qualifizieren für das 4 gegen 4 Match. Er verlor sein Match und Jeff Hardy wurde attackiert bei seinem Universal Championship Match. Nicht ganz attackiert, aber er wurde abgelenkt von Jey Uso. Matt Hardy wurde mehrmals angegriffen von den Usos. Deswegen gab es auch das Match bei der Survivor Series. Jetzt sind wir, geht's weiter Richtung TLC. Und die Hardy Boys haben erneut die Möglichkeit, wie auch schon bei Money in the Bank, sich durch ein Turnier zu qualifizieren, um neue Tag Team Champions zu werden. Und da fällt Kurt Axel tief. Bo Dallas ist ja nicht einmal im Match gewesen. Die Hardy Boys haben das super in der Kontrolle, das Match. Und da fliegt erstmal Kurt Axel nach draußen. Tag wird gemacht. Jetzt kommt Jeff Hardy wieder. Und er wartet jetzt, bis Kurt Axel wieder reinkommt. Aber Axel schnell reagiert. Erstmal allerdings eine Offensivaktion seit einiger Zeit vom B-Team. Tag übrigens gemacht. Jetzt ist Bo Dallas im Image. Und der Neckbreaker. Aber Hardy kämpft sich da zurück. Mit den Forearms und dem Vertical Suplex.
Und jetzt vor den Augen von Curtis Axel wird ja Bo Dallas in der Ecke vom B-Team ordentlich in die Mangel genommen. Jeff Hardy hat alle Zeit der Welt und die Ruhe weg. Oh, stark, wie das macht mit dem Black Drop. Und nochmal der Black Drop hinterher. Cover von Jeff Hardy. One. Oh, boah, das kommt raus. Ja, Hardy Boys etablieren sich hier als klarer Favorit dieses Matches. Scoopslam. Tag gemacht. Jetzt kommt Matt Hardy. Aber Dallas auf einmal auf die Beine. DDT gegen Matt Hardy. Aus dem Nichts ist Dallas aufgestanden. Und fit wie ein Turschuh. Big Right Hand. Backbreaker. Und der Suplex hinterher. Bo Dallas kämpft sich hier in Rage. Metal Selection. Und er hört nicht auf. Er bleibt weiter dran an Matt Hardy. Tritt gegen den Rücken. Bleibt in Bewegung, macht er sehr schön. Reverse DDT. Tag wird gemacht. Jetzt kommt Curtis Axel wieder rein. Und jetzt kommt erstmalig hier Tag Team Action wirklich in das Match rein. Stark. Vom Top Rope zurück geschleudert und dann den Vertical Suplex. Da ist jetzt ein bisschen Tempo hier. Neckbreaker von Dallas. Wieder der Tag gemacht bei dem B-Team. Das machen sie jetzt gut. Schnell wechseln hinterher. Oh, Hardy kontert. Hardy kontert. DDT gegen Dallas. Geht fürs Cover. Gegen Axel. One, two. Axel kommt raus. Und auch die Hardy Boys mit Natural Selection. Matt Hardy geht aufs oberste Ringseil. Matt Hardy. Moonsault. Erneut das Cover. Eins. Zwei. Und Dallas unterbricht das Cover. Das geht aber, Matt Hardy geht in den Strich, attackiert jetzt hier. Bo Dallas. Matt Hardy. Twist of Fate. Stark, wie er das macht. Tag bei den Hardys. Jeff Hardy geht aufs oberste Ringseil. Bo Dallas versucht langsam. Curtis Axel versucht langsam hochzukommen. Dropkick hinter ihm. Axel fürs Cover. Jeff Hardy kommt raus. Hätte lieber mal Matt Hardy fürs Cover gehen sollen hier.
die Klaus ein. Stark von Axel. Jeff rettet sich hier in die Ecke da. Kommt hier einiges ab von Axel. Ah, schön geht es hier aufs Bein. Bo Dallas bekommt jetzt hier den Schlag ab und Axel nutzt die Möglichkeit, dem dadurch geboten wird, um Jeff Hardy zu attackieren. Er hat immer dran. Axel ebenso. Ah, wollt ihr fürs DDT gehen? Stunner! Will er mit Axel weggeschoben und jetzt kommt hier Jeff Hardy aufs oberste Ringseil. Swanton Bomb! Cover 1, 2, 3. Die Hardy Boys gewinnen die erste Runde. Axel und Dallas kämpfen sich gut zurück nach der schwachen Anfangsphase. Doch ich glaube, in Axel steckt immer noch der Twist of Fate von Matt Hardy. Und letzten Endes gewinnen sie es auch. Jeff Hardy and Matt Hardy, the Hardy Boys. Die Hardy Boys gehen Richtung Tag Team Titel und TLC. Jetzt machen wir weiter. Ladies and gentlemen, Elias. Hello, I am Elias. Mit Elias. And as the man who holds the power of the wind in his fist, I've got one question for everybody here tonight. Who wants to walk with Elias? Now, I have been all across the world. I've been to Paris, I've been to Italy, all across Europe, South America, South Africa, you name it. Elias has been there and it has brought me here tonight. And it seems everywhere I go, no matter what I do, a universal truth follows me. And I am certain that everyone here knows it. It is that WWE stands for... I said WWE stands for... Well, I gotta tell you, I certainly came prepared with a song tonight, but before I get started, I need you all to do a few things for me. I need you to silence your cell phones, hold your applause, and shut your mouth! I'm waiting for a town that's not such a disgrace. But I see so many stupid people, I wanna punch them in the face. Waiting for a town that's not such a disgrace. But I see so many stupid people, I wanna punch them in the face.
Und der Gegner für Elias heißt Robert Root. And his opponent from Toronto, Ontario, Canada, weighing in at 235 pounds, the glorious Robert Root. Das Ganze ist Teil des United States Championship Turniers. An TLC gibt es ein Fatal 4-Way Match um den US-Titel. Dazu werden 4 Matches bei Raw ausgetragen und die Gewinner werden Teil dieses Fatal 4-Way Matches. Das heißt, Elias oder Robert Root haben hier die Möglichkeit, sich für ein Titelmatch zu qualifizieren. Und das WWE-Universum chantet hier auf jeden Fall für Elias. Aber Robert Root legt los. Wehrt die Faust ab von Elias. Und der Suplex. Grandioser Start von Robert Root. Der lässt Elias sogar aufstehen. Er macht direkt weiter. Knee Drop. Robert Root war ja auch Teil des 4 gegen 4, was Teil des Fatal 4-Way Matches. Wer wird Captain vom Monday Night Raw? Das gewann er aber leider nicht. Das gewann nämlich Drew McIntyre. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn vielleicht Robert Root hier Raw angeführt hätte, denn immerhin hat Raw gestern verloren und McIntyre hat vielleicht die Pins unterbrochen, aber nicht dazu beigetragen, dass irgendeiner besonders rausfliegt von SmackDown. Schön die Klaus sein. Schön gekontert von Robert Root. One. Ah, da kommt der Elias gerade noch so raus. Super reagiert hier. Ist wieder das Momentum an sich gerissen. Neckbreaker hinterher. Und ein Vertical Suplex. Elias. Wichtig, dass er sich zur Wehr setzt. Und das. Das ist schon harter Tobak, den er hier auspackt. Elias. Suplex. Jetzt die Kontrolle des Matches. Nein. Root. Nutzt jede Möglichkeit, die ihm geboten wird, hier das Match wieder an die Kontrolle, das Match wieder in seine Kontrolle zu bekommen. Elbow Drop.
Oh, der Weichler ist schön aus. Und die rechte, die Fäuste. Und das Knie hinterher, jetzt liegt wieder Bobby Robert Roode. Und Elias bleibt dran. Trittet jetzt hier wild. Auf Robert Roode ein. Ah, die Rechte von Roode. Und hier, super. Der Überroller. Starker Neckbreaker von dem Glorious Robert Roode. Und die Clothesline. Bringen ihn zurück an den Boden der Tatsachen. One. Cover von Elias. Roode wehrt sich erneut. Spear! Spear bei Robert Roode. Meine Güte! Der haut da einfach mal einen Spear auf und einen Spinebuster hinterher! Cover! One! Two! Elias schafft's noch raus! Spear und Spinebuster von Robert Roode! Oh! Elias kann sich mal befreien! Fängt hier den Dritt ab! Und geht aufs Top Rope. Elias Knee Drop auf Robert Roode. Erneut geht fürs Cover. Eins. Na, das ist der dauteren Weilchen. Das war nicht mal zwei. Da war der Pinfall von Elias schon ein bisschen weiter. Und super reagiert wieder von Robert Roode. Wieder der Elbow Drop. Und Jumping Knee Strike. Elias schaut da auf Roode herab und Double Axe Handle. Gegen Roode. Backbreaker. Roode will sich hier rausrollen. Bisschen Distanz gewinnen. Ah, fängt die Faust ab von Elias. Komm zurück in den Ring. Schafft er es wieder zurück ins Match zu kommen? Das scheint so. Starker Vertical Suplex von Robert Roode. Starke Elias fängt Robert Roode ab mit Geschwindigkeit über den Ripple. Leg dich hier jetzt, Elias, zurecht. Jetzt Robert Roode zurück. Swinging Neckbreaker von Elias. Cover. One. Two. Three. Elias gewinnt das Match. Here is your winner, ladies and gentlemen, Elias. Elias ist der erste Kandidat für das Fatal 4-Way Match.
und mache mir weiter bei Monday Night Raw. Und es geht weiter. Wer wird Teil des Fatal Four Matches für den United States Championship? Corbin war nicht Teil der Survivor Series. Er steht aus. Er wollte sich auf einen Titel festlegen, verlor aber sein Match. Und somit war er raus aus der ganzen Geschichte. Jetzt hat er aber die Möglichkeit, im Nachhinein davon zu profitieren. Denn nun kann er Teil des Fatal Four Matches werden für den United States Championship, der jetzt für vakant erklärt wurde, weil Finn Balor gegen Adam Cole bei der Survivor Series verloren hat. And his opponent from Punjab, India, weighing in at 238 pounds, Doch sein Gegner ist kein geringer als der ehemalige WWE Champion. Der sich sogar gegen Braun Strowman wehren konnte, wenn man das so nennen darf. Zumindest hat er einmal einen Running Power Slam ausgewichen, beziehungsweise gekontert. Davon kann nicht jeder sprechen. Schub direkt nach vorne, doch er rennt in den Big Boot rein. Von Baron Corbin. Ehemaliger United States Champion und ehemaliger Raw General Manager, Acting Raw General Manager, ehemaliger Money in the Bank Gewinner. Beide haben bisher einiges vorzuweisen. Auf dem Papier hat eigentlich mal mehr vorzuweisen, er war lange Zeit WWE Champion. Kurz darauf wurde er noch sogar noch United States Champion an WrestleMania. Gerade sieht es nicht schön aus. Komm, macht das klasse! Gegen Mahalo! Oh, Mahalo! Geht für ein Submission Lock! Gegen Corbin! Der ist eigentlich immer recht anfällig für, aber diesmal nicht! Big Right Hand! Super Kick gegen Corbin. Mahal bewährt sich hier sehr, sehr gut.
Aber Corbin juckt das nicht, wieder stark. Jeremy Mahal ausweicht, aber auch Corbin hat etwas an Geschwindigkeit drauf. Schön ausgewichen. Wollte wir den Rip-In dann nochmal mit Geschwindigkeit auf Mahal landen. Komm, geht aufs zweite Ringseil. Axe-Handle. Double Axe-Handle auf Jinder Mahal. Und Corbin jetzt. Chokeslam. Mahal kontert. Corbin wird dran. Mahal kontert wieder. Neckbreaker. Da rollt Corbin erstmal raus. Russian Red Sweep. Und gehen April. Corbin. Oh, wollte wieder für einen Chokeslam geben, aber Mahal konnte das Ganze zoomen. Wunderbar. Countout mittlerweile bei 5. Baron Corbin gibt sich Vollsaber in den Ring rein, ebenso Mahal. Und der Kurs gegen Corbin. Cover 1, 2. Corbin kommt raus aus dem Koloss von Jinder Mahal. Ich glaube, damit hat es immer gerecht, dass Jinder Mahal so eine Gefahr werden kann für jemanden wie Corbin. Zumindest mittlerweile nicht mehr. Elbow Drop. Schön von Mahal von hinten mit der Clothesline. Wieder geht Corbin raus. Wollte aber direkt auch wieder rein. Alles taktische Manöver. Des ehemaligen Raw Gentleman, Acting Gentleman. Oh, wird irgendwie gekontert von Mahal. Kommt da langsam auf die Beine und die Clothesline von Baron Corbin. Der relativ gut hier den Koloss von Mahal wegsteckt. Samoan Drop. Sieht man auch noch tolle Tage von einem Baron Corbin. Es geht sogar aufs Top Rope. Elbow Drop. Mahal weicht aus. Und der Vertical Suplex. Headbutt. Von Corbin. Schön, aber ey, mit dem Knie und den Seilen. Und wieder. Ja, Mahal kontert schon wieder. Das ist ein Hinhörer, da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, würde ich sagen. Oh, wieder kontert. Corbin. Der ist heiß, der will, dass Mahal aufsteht. Corbin ist heiß. Packt sich Mahal. Chokeslam. Backbreaker.
Mahal will jetzt irgendwie auf die Beine kommen. End of Days von Baron Corbin. Cover 1, 2, 3. Baron Corbin ist der zweite Teilnehmer des Fatal 4-Way Matches. Den Koloss überstanden und weitergemacht. Mahal kann man schon bemitleiden. Meiner Meinung nach war einfach der Koloss etwas zu früh in diesem Match. Corbin und Elias stehen für TLC schon mal auf dem Matchplan. Und wir haben ihn seit über 2 Monaten nicht mehr bei Monday Night Raw gesehen. Hier ist der Seth Rollins. Bei Survivor Series kam er zurück als Surprise Pick und direkt siegte er gnadenlos gegen Kevin Owens. The Beast Slayer is back on Monday Night Raw. Es ist großartig, wieder hier zu sein. Es ist großartig, wieder eure Unterstützung zu bekommen. Ich habe es die letzten Monate sehr vermisst. Aber ich bin nicht zurückgekommen, um einfach wieder euch zu sehen. Ich bin mit einem Grund zurückgekommen. Und mit einer Bedingung. Mit der Bedingung, dass ich das, was mir zusteht, bekommen. Ohne Wenn und Aber und so schnell es geht. Und ohne irgendwelche Spielchen von den Bossen. Ich habe mich dazu bereit erklärt, bei Survivor Series Raw zu vertreten, mit der Bedingung, dass ich mein Rematch bekomme für den Universal Championship. Ich weiß, hat sich einiges getan, seitdem ich weg bin. Strowman ist nicht mehr Champion. Balor auch nicht mehr in der Nähe. Jetzt ist es Wright. Aber egal wer es jetzt ist, egal was es für Pläne gab letzte Woche, es ist mir scheißegal. Ich bin hier, um für das zu kommen, was mir zusteht. Den Universal Championship. Also Bray Wyatt, du kannst dich schon mal was gefasst machen. Denn an TLC werden wir uns sehen.
und für den Titel kämpfen, den du niemals hättest bekommen dürfen. Seth Rollins bekommt nach über 2-3 Monaten sein Rematch. Seit Extreme Rules wartet er darauf. Jetzt ist es soweit. An TLC ist es soweit. Bray Wyatt, du kannst dich schon mal auf ein ordentliches Match freuen. Und kommen wir nun zum heutigen Main Event. Einem Tag Team Match. Auch Teil des Tag Team Tournaments für den Tag Team Titel. Und da dürfen natürlich diese beiden nicht fehlen. The following contest is scheduled for one fall. On the way to the ring, at a combined weight of 552 pounds, Eric and Ivar, the Viking Raiders. Den zweifachen Raw Tag Team Champions, Eric and Ivar. Vielleicht hätten sie gegen Luke Gallows und Karl Anderson an Survivor Series gewinnen können. Die Wyatt Family konnte es zumindest nicht. Was? Frisch von NXT! Die ehemaligen NXT Champions! Die Street Profits sind bei Monday Night Raw. And their opponents at a combined weight of 492 pounds. Angelo Dawkins and Montez Ford, the Street Profits. Was ist denn das heute für eine Monday Night Raw Folge? Seth Rollins ist wieder da. Die Street Profits debütieren. Die Titel werden für vakant erklärt. Und so weiter. Aber die Street Profits werden es nicht leicht haben. Wenn sie überhaupt hier eine Chance haben gegen die ehemaligen Tag Team Champions, direkt wieder Schlag abgewehrt. Und davor Angelo Dawkins liegt auf dem Boden. Und Eric zeigt direkt, was aus ihm geworden ist, seit er NXT verlassen hat. Ein Champion. Nicht nur für NXT, sondern auch für das Members. Dawkins weicht aus. Schön hier die Punches. Dawkins arbeitet hier gut mit den Ringseilen. Tag.
Und du siehst, Paul, willst zeigen, was die hier für Tag Team Action haben. Egg weicht aus und direkt Bergsuplex. Einer kommt jetzt rein. Montez kann sich hier wehren gegen Ivar. Ah, Running Bulldog. Geht er schnell aufs oberste Ringseil. Elbow Drop. Cover geht hinterher. Eins. Das sind die Raw Raiders. Nach so Attacken bei eins rauskicken. Und das ist was Besonderes. Ivar! Powerbomb! Und er wirft ihn einfach so weg. Als wäre nichts. Eric jetzt wieder im Rennen. Und da taggt Montez Dawkins ein. Headbutt von Dawkins. Stark. Was für eine Geschwindigkeit. Backbreaker. Spinning Uppercut. Chase Provis beweisen sich hier sehr gut bisher. Gegen die War Raider. Und der Schiri muss darunter leiden. Tag gemacht. Wieder bei den Street Profits. Oh, wieder schöne Tag Team Action. Cover. Eins. Und immer noch. Nicht bar bei 2 sind sie hier. Natural Selection. Elbow Drop. Wieder geht Ford auf dem obersten Ringseil. Landet aber. Unglücklich. Oh, Eric, aus dem Nichts, was für ein Suplex. Das ist die Kraft der Raw Raider. Einer der Top Tag Teams bei der WWE. Sie stehen an der obersten Spitze der Tag Teams hier bei WWE und bei Monday Night Raw. Und solche Momenten sieht man es einfach. Aus dem Nichts ein Attack und das ganze Match hat sich geändert. Nächster Suplex. Oh, Dawkins kontert. Dawkins kontert. Montez kontert, Entschuldigung, und sein DDT. Gegen Eric. So kann man auch das ganze Match umdrehen. Eins. Und immer noch bei 1. Das ist doch ein schlechter Scherz. Die War Raiders sind nicht zu bändigen. Und Eric ist schon wieder am Zug. Als wäre nichts gewesen. Eric. Und das Knie. Knie connected. Cover one. Aber auch Montez bleibt standhaft. Bei 2 kommt er raus.
Und das wehrt sich hier wunderbar gegen Eric. Ivar muss leiden. Eric weicht aus. Oh, Montez an den Facefirst auf dem Turnbuckle. Oh, schön. Spinning Form. Und Eric geht hier für den Submission Lock gegen Montez. Aber Angelo Dawkins kommt dazwischen. Wunderbar von Montez. Wer sich entscheidend gegen Eric Tag jetzt bei. Und der Splash! Cover hinterher! Eric kommt raus! Wieder bei 1! Das ist doch ein Witz! Und wieder! Die War Raiders am Zug zu einem Punch. Geht daneben. Metal Selection. Und Eric wieder. Der ist heute einfach nicht unterzukriegen. Dawkins, versuch's hier. Eric schon wieder gekontert. Spinning. Uppercut. Wieder gekontert. Von Eric. Vertical Suplex. Picture perfect Vertical Suplex by Eric. Und was für ein Uppercut! Was für ein Schlag! Und Dawkins! Mit seinem Finisher! Tap! Wieder kommt Montez rein! Scoop Slam, Dropkick, Body Splash. Aber es kann irgendwann auch ganz böse werden. Für Eric. Wenn er es nicht hinbekommt, den Tag zu machen, irgendwann kann er gegen zwei Leute nicht mehr kämpfen. Montez macht das stark. Natural Selection. Schön. Montez hit. Eric bricht aber zusammen. Eric mit dem Knie. Da reicht die Kraft doch nicht aus. Der Tag wird nicht gesehen vom Referee. Ivar Match. Spinning Heel Kick. Ivar
Das ist eine Maschine. Die Raw Raiders sind Maschine. Cover. One, two. Er kommt raus. Jetzt die Knie von Ivar. Schön, Montez, wunderbar, Pin Rollin, one, two, Ivar kommt da raus. Neckbreaker. Montez geht aufs oberste Ringseil. Ah, oh, ausgewichen. Stark von Ivar. Und was ein Punch. Da geht er zu Boden mit einem Schlag. Superkick von Ivar. Sie kriegen es nicht hin. Wenn das so weitergeht. Ah, Rollin. One, two. Ivar kommt raus. Und geht direkt selbst für den Cover. Montez kommt raus. Ein Hin und Her zwischen Ivar und Montez. Crossbody. Ausgewichen. Aber Ivar ist schneller. Und reagiert besser. Ah, schön hier. Spinning Heel Kick. Montez geht aufs oberste Ringseil. Jetzt einmal. Der Splash. Cover. One. Two. Und wieder kommen die Raw Raiders raus. Aber wenigstens mal war es bei zwei. Wenigstens kamen sie bei der zwei an. Starke artistische Einlage. Wieder geht Montez aufs oberste Ringseil. Erneut der Splash. Erneut das Cover. Eins, zwei und wieder kommt Ivar raus. Tag. Angelo Dawkins ist drinne. Und Ivar. Das ist die Kraft der War Raiders. Dawkins macht das stark. Mit seinen Punches. Spinning Heel Kick. Von Ivar. One. Two. Dawkins kommt raus. Oh, der Pinfall wieder. Eins, zwei. Ivar kommt raus. Wieder gekontert. Und wieder der Finisher. Von Dawkins. Tag. Bei Montez.
Montez auf dem obersten Ringseil. Sein Splash. Cover. 1, 2. Und wieder kommen die Warriors raus. Die Viking Raiders. Entschuldigung. Und wieder gehen sie für ein Pinfall. 1, 2. Wieder kommt er einfach raus. Das ist nicht wahr. Sie versuchen, was sie können. Aber die Viking Raiders wollen nicht gepinnt werden. Sie wollen nicht aufgeben. Wieder erneut. Rollen. 1. Und jetzt geht einmal dazwischen. Ah, Montez. Montez. Gefällt das nicht? Powerbomb nach draußen. Geht aufs oberste Ringseil. Gegen Eric. Nein. Eric kontert und das Knie. Packt jetzt in den Arm. Oh, Ford kontert. Was macht jetzt Ford? Man merkt, wie erschöpft die Leute mittlerweile sind. Die Streets Profits haben große Probleme. Oh, vom ersten Ring sein. Oh, da kontert. I'm Eric. Und wieder versuchen sie Street Profits. 1, 2. Und wieder kommt Eric raus. Also ist teilweise einfach nicht mehr logisch. Einfach rausgeschleudert. Erneut der Versuch. 1, 2. Wieder kommt Eric raus. Die Speedspower haben nur eine Möglichkeit nur noch. Nur noch eine Möglichkeit. Und zwar mit in Zusammenarbeit. Der Splash. Und wieder kommt einfach Eric raus. 1, 2. Eric will nicht zu Boden gehen. Oh, sogar ein Step-Up in Security. Mittlerweile kann man sogar sagen, dass die Street Profits hier das Ganze unter Kontrolle haben. Jetzt kommt einer. Aber Dawkins direkt mit der Right Hand. Montez mischt dich entscheidend ein. Also, ich weiß auch nicht mehr, was hier das ist. Eric ist heute nicht schlagbar. Ebenso Eiber. Die kommen da einfach raus. Aus dem und wieder Eiber. Er konnte jetzt direkt wieder. Ah!
Clothesline. Eric ebenfalls raus. Ich glaube, sie sind jetzt in den Countout. Aber einfach ist schon wieder im Ring. Aber Dawkins erwartet ihn. Eins, zwei, drei. Die Street Profits gewinnen. Diesmal schaffen sie es. Einfach zu sehr beschäftigt, überhaupt den Countdown mitzubekommen, reinzukommen. Und dann Dawkins, perfekt abgepasst, gerade rein und direkt in den Pinfall. Sein komplettes Körpergewicht noch draufgelehnt, irgendwie die Schulter runtergedrückt. Und diesmal hat es geklappt. Aber mit Moves haben sie das nicht geschafft. Das war's mit Monday Night Raw. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann am Freitag wieder bei SmackDown Live und nächste Woche wie immer bei Monday Night Raw.